Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Expert Emerald. Ich habe offscreen ein bisschen trainiert und ihr seht vielleicht auch, also ja, nicht nur, dass sich jemand noch entwickelt hat, nämlich der Fleckmon-Chef wurde zu, kann ich es sagen, wie heißt er nochmal in Deutsch? Nicht Lamos, Lashoking, genau, Lashoking haben wir jetzt. So, hat sich ein bisschen nichts dazugelernt oder so. Was sind alle auf Level 40 jetzt? Tunnel habe ich ausrangiert, weil ich habe mir das nochmal durch den Kopf gehen lassen. Habe gedacht, nee, ich möchte kein pseudo-legendäres Pokémon in meinem Team haben. Macht doch viel mehr Spaß, mit normalen Pokémon das durchzuspielen. Jedenfalls danke für die nette Geste des Hack-Erstellers oder der Hack-Erstellerin. Ich weiß immer noch nicht, ob Männlein oder Weiblein. Genau, die zwei Drops da habe ich gemacht. Mal gucken. Ist hier noch jemand im Loch? Nee. Aha, ja, es wird sicher wieder ein Doppelkampf. Ja. Vor allem, wie können die so lange im Wasser ihre Luft anhalten? Es ist mir ein Rätsel. Egal. Wir haben zwei Feuertypis. Oh, ein Ass-Trainer. Geralt hat ein Magma. Okay, der... Ja, genau. Du musst weg und du musst dringend ausgewechselt werden gegen etwas, was Feuerattacken abhalten kann. Alle hopp! Und das kann Altaria sehr gut. Das ist nicht, aber ich brenne ich sicher gleich. Doch nicht. Das ist nicht gut. Mal gucken, wie viel Schaden Water Pulse macht. Blablabla. Oh, es reicht, um ihn rauszuhauen. Okay. Lashoking ist von Haus aus nicht der schnellste Pokémon, deswegen kann ich dich mal hier... Ich würde mir sagen, ich hau mir noch einen Drachentanz mal rein. Aua. War nicht nett. Natürlich flinchig. Naja, egal. Ich habe den Vorteil, dass ich mit zwei gegen einen jetzt kämpfe. Ich glaube, er hat ja noch ein zweites Pokémon gehabt. Wenn ich mich erinnern kann. Oder? Ja, müsste. Ja, genau. Hat noch ein Pokémon am Start. Oh, da senken jetzt mal unsere physischen Angriff. Aber wir greifen ja alle nicht physisch an. Deswegen... Also, besser gesagt, er würde... Ich gebe mir einfach mal noch ein... Das nützt dir nichts. Genau. Rose. Speed Rose. Sehr schön. Wie gesagt, ich greife ja nicht physisch an, deswegen ist das nicht so ein Problem. Ich bitte das zu entschuldigen. Ah, kennt ihr das, wenn man sie so oft im Ohr kratzt, bis es sich so ein bisschen entzündet hat und dann immer weiter kratzt, weil es natürlich, also kratzt, weiter juckt, weil man sich, weil es am Abheilen ist, und dann fässt man sich so ins Ohr und denkt so, das ist eine schlechte Idee gewesen. Okay, hier ist einer. Hopp. I'm trying to relieve my stress. Don't come along and stress me out. Oh, das war jetzt eine schlechte Idee gewesen. Das hat jetzt wirklich weh. Naja. Wenn man dumm ist, dann, ja, muss man dafür zahlen. Du hast aber noch nicht Intimidate, oder? Natürlich hat er Intimidate. Naja, ist ja nicht so schlimm. Ich greife sowieso nicht physisch an. Und bin ja auch noch schneller als er. Und im Typvorteil. Außer er... Er hat jetzt einen Hundur, das wäre jetzt das Einzige, was so ein bisschen Probleme machen könnte. Vulpix. Ja, darf man nicht unterschätzen, Vulpix hat sicher Biss. Oh ja. Gut. Sunlight is strong, das ist eben nicht so toll. Weil es sind natürlich meine Wasserattacken schlechter. Quatsch. Once the opponent to be... Ich check's nicht. Was ist Scratch für eine Attacke? Die sagt mir so gar nichts. Sunlight is strong. Oh, morgen Psybeam noch. Ich bin nicht ganz sicher, was ist diese Attacke Scratch? Erklärt es mir, bitte.
spiele zum ersten Mal Pokémon. Aber, nee, nicht wirklich. Aber ich habe noch nie von dieser Attacke gehört. Quatsch, was ist das denn? Ist da noch einer drin? Nee. Genau, hier bin ich rausgekommen. Dann nehme ich an, wenn ich hier durchgehe, flump, dann müsste hier irgendeiner... Ja, hier müsste noch einer drin sein. Hallo. You must be getting tired by now. You'd like to rest in the hot sand, wouldn't you? But you shouldn't. No, you should know that maintaining your willpower is important to ability for all trainers. Naja, danke für den Ratschlag. So, was hat denn... Was hat ein Bugcatcher? Willst du mich verarschen? Yo! Yo, yo, yo! Ey, der greift mich einmal mit Feenwind an und ich hab mich aus dem Leben geklatscht. Level 66, habt ihr nicht? Habt ihr eine Meise? Ist sicher noch super effektiv, oder? Weil es eine Bug-Attacke ist. Ja, komm, dann kann ich mir eh schon... What the hell? Wollt ihr mich? Ja, okay, den wollte ich sowieso einwechseln. Der klatscht mich aus dem Leben. Boom. Captain Cold! Friere es ein! Was ist denn effektiv gegen den? Ich kann den nicht besiegen, der ist auf Level 66. Das ist abartig. Na doch, du könntest vielleicht. Du bist ein Drache-Flug-Pokémon. Wing Attack. Chaka Chaka. Na, das. Sag mal, was ist denn effektiv gegen Maskaregen? Nichts. Ja. Hydropumpe kann es auch. Boah. Egal, der killt mich halt trotzdem. Gibt es denn irgendetwas, was effektiv gegen dich ist? Gottes Willen. Thunderbolt vielleicht? Ja, jetzt klatscht er mich aus dem Leben. Das ist halt eine Glaskanone da, ne? Ich hab noch den, der den Sound kaputt gemacht hat. Uff. Ja, ich mach das. Hat sich auch keinen Schaden. Ja, der klatscht mich auch mit einem One-E aus dem Leben. Dragon Breath. Okay. Ja. Wir haben hier unseren Endgegner gefunden. Ein Typ mit einem Maskaregen auf Level 66. Was im Himmels Gottes Willen ist denn super effektiv gegen einen Maskaregen? Es ist doch ein... Es ist ein Käfer? Ja, es ist ein Käfer-Pokémon. Ja gut, dann meiden wir den halt einfach. Wenn wir können. Ich bin hier oben durch, zack. Dann bin ich ja hier rein. Genau, hier war es das andere Loch. Dann will ich mit dem nichts zu tun haben. Hier ist nichts. Da ist einer. Hallo, komm raus. Oh, I'll be battle with you. Mal gucken, ob ich die wenigstens schlagen kann. Danielle, was hat die denn Schönes? Ein Ditto. Der ist immer auf meinem Level. Wollte schon sagen, seid ihr des Wahnsinns? Der macht sicher Transform. Genau, wird zu mir. Into Slowking. Bum-bum-bum. Bum-bum-bum. Ja, das ist er. Eine Muschel auf der Rübe. So, hier nochmal. Bum-bum-bum. Komm, flincht. Ja, sehr schön. Nochmal. Haben die alle wieder so blöde Heil-Item, um mir auf den Sack zu gehen. Oh! Level gestiegen, sehr schön. Daniel, sehr schön. But you're too strong. Danke.
So, dann kann man hier mal durchwechseln. Dir. Da gehen wir hier mal rein. Bin ich hier oben? Bin ich denn hier? Hier bin ich hier. Ah, da ist ja noch einer. Hallo! See how the flames blaze away. Little flaring and anticipation. Wenn ich denn das Wort sagen könnte. Naja, mein Englisch ist ja auch nicht das Beste. Es reicht, um eine normale Konversation zu führen. Ja, okay, mit einem Charmander kann ich mich noch anlegen. Ich würde mal sagen, ich boost mich trotzdem mal einmal. Wird mich ja wohl nicht gleich mit einem Schlag weghauen. Ja, komm, wir machen das zweimal. Bei ihm können wir uns das uns erlauben. Sehr schön. Tech Growth, Speed Growth. Okay, das ist die wohl unnötigste Attacke, die du einsetzen kannst. So, wir sind doppelt vierfach geboostet. Das hätte ich mir auch denken. Hätte ich mir jetzt. Hätte mich fasziniert, wenn es überlebt hätte, wenn ich denn reden könnte. Das ist Feuerriegel. Da bleiben wir drin. Wir sind ja immer noch geboostet. Aber wenn wir uns jetzt auswechseln würden, wäre unser schöner Boost weg. Und den wollen wir ja unbedingt behalten. Und was hat er denn als nächstes noch? Torchic. Also er hat alle Feuerstarter, hat er. Spannend. Ich bin ja gespannt, was Flannery alles für ein Team hat. Ich habe zwar mit dem Hacken eine Word-Datei gekriegt, wo alles aufgelistet ist, aber ich habe da nicht wirklich reingeschaut. Ich habe da nur einmal reingeschaut zum Schauen für die erste Arena, um sicher zu gehen, dass der Hack korrekt installiert wurde. Oh, das ist doof. Okay, naja, aber wenn ich schon mal hier rauskomme, kann ich ja gleich mal mich noch heilen gehen. Sehr schön. Ich habe noch nicht alle Wege, bin ich ja noch nicht abgegangen. Also von dem her ist alles okay. Ich vergesse mal, dass ich ja rennen kann in den Arenen jetzt. Genau, es gab ja noch den Weg hier. Wo geht der nicht durch? Zack, da komme ich hier raus. Oh, aha, okay. Gut, es gibt also wirklich nur einen Weg. Genau, hier ist der Typ, an den ich einfach umgehe. Jetzt habe ich... Wo komme ich hier eigentlich hin, wenn ich hier reingehe? Bin ich hier oben? Bin ich hier nicht durchgegangen? Ich glaube. Wo komme ich denn hier hin? Bin ich hier? Okay, hier ist auch was. Okay. Wir speichern mal. Ich weiß halt nicht, ob ich überhaupt eine Herausforderung für Flannery bin, weil ich natürlich... Ich bin natürlich im Nachteil mit zwei Pokémon, weil ich einen Pflanzen- und einen Eis-Pokémon habe, die sich gegen Feuer-Pokémon nicht wehren können. Deswegen bin ich hier ein bisschen im Nachteil. Okay, ja. Hast du gut gemacht. Im Anime war Flannery auch ein bisschen verpeilt, aber... Soll es geben. Okay, sie hat ein 6er-Team. Oh, das ist ein Doppelkampf. Oh, das ist... Okay, du musst weg. Und du musst ausgewechselt werden. Ich wusste nicht, dass es ein Doppelkampf ist. Ja. Ja, brenne natürlich. The sunlight is strong, genau das ist eben nicht so geil. Aua. Ja, vielleicht darf ich ja einmal noch angreifen, bevor... Nee, darf ich nicht. Okay. Spulen wir das.
Okay, den haben wir getötet. Aber... Ach, Hundemann. Natürlich, eine fucking Arke, nein, natürlich. Kick mich mit Extreme Speed weg. Gut, das ist natürlich... Mein Problem ist halt, dass wir alle so fucking langsam sind. Reicht, um mich zu ficken? Ja. Ihr seht... What the hell? Ja, das ist nicht gut. Das ist quasi nicht zu schaffen, diese Arena für mich. Ja, das bringt dir ja nicht viel. Du greifst ja nicht physisch an. Ich mach schon gut Schaden. Das in dem scheitert es ja dann nicht. Aber ich bin halt nicht der Schnellste. Das ist mein Problem. Das sind halt alles so richtige schnelle Pokémon. Bounce. Aua. Crunch. Das ist eben nicht gut. Ja, das können wir spulen. Da. Ja. Das Problem ist halt, ich kann nicht wirklich grinden in der Nähe, weil ich nicht wirklich einen Ort habe, wo ich grinden könnte. Ich kann ja in diesem Hack kann ich ja die Dings öfters nutzen, die TMs, die gehen ja nicht verloren. Wer könnte noch Felsgraber lernen, was wenigstens für eine Minute, wo er am Leben bleibt. Naja, machen wir das halt so. Speichern wir. Ich bin mir gerade am überlegen, ob es sich für mich überhaupt lohnt, noch einen Part aufzunehmen. Weil mein Problem ist, dass ich so verdammt langsam bin. Die sind halt alle schneller als ich. Klatschen mich dann halt mit Fireblast weg. Ja, ich glaube, das bringt mir hier gar nicht. Ich muss wohl alle mindestens auf Level 45 trainieren. Vorher brauche ich mich da gar nicht zeigen. Jo, ich würde mal sagen, ich guck mal noch, ob ich offscreen mich mal noch trainieren kann. Das gibt mir ja wieder eine Woche Zeit. Und ich habe nächste Woche Urlaub, da geht das ein bisschen praktischer. Sonst bin ich hier nämlich in Stocken geraten, weil ich sie so nicht schlagen kann. Aber ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ich alle Pokémon auf Level 45 habe. Und vielleicht eventuell mir noch ein anderes, vielleicht noch ein zweites Wasser. Was soll ich ein zweites? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ich gucke mal, wie weit ich hochtrainieren ich muss. Genau, bis ich die richtigen Worte finde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Part. Und bis dahin sage ich Peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.